Guten Morgen. Ich habe am Samstag etwas in der Hand gehalten, was mich echt total überrascht hat. Ich bin, was Spiritualität angeht, und gerade dann, wenn Menschen versuchen, das irgendwie nutzbar zu machen, sehr skeptisch. Und ich bin da, glaube ich, mittlerweile auch so ein gebranntes Kind, was Geld ausgeben angeht. Vor allem in meiner Reise damals, ja, zu verschiedenen Gurus oder zu verschiedenen Städten, Retreat-Städten, wo man dann ja mit entsprechenden Konzepten irgendwie versucht wird, auf die richtige Bahn zu lenken. Und ja, und nun begab es sich, dass mir, glaube, er hieß Klaus, Klaus, wenn du zuschaust, liebe Grüße, etwas in die Hand gedrückt hat von einem Menschen, der hieß Reinhard Nau oder Reinhard Bau. Ich habe mir das aufgeschrieben bei Google. Ich habe ihn dann auch gegoogelt, um das entsprechende Ding zu finden, was der Klaus mir in die Hand gedrückt hat. Aber ich habe das leider nicht gefunden. Das heißt, Klaus, wenn du das siehst und du weißt, wo man das Ding käuflich erwerben kann oder wo eine Erklärung dazu dasteht, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das eben schreibst. Für alle anderen erstmal vom Aufbau, das waren ja ein oder zwei Metallringe in einem Baumwollsäckchen. Das klingt erstmal total unspektakulär, aber ich habe das in der Hand gehalten und da drauf war noch was gezeichnet auf dem Baumwollsäckchen, also heilige Geometrie, das Prinzip. Da habe ich mich schon ein bisschen reingelesen. Da geht es halt darum, dass die ganze Welt quasi durch geometrische Formen erschaffen ist und das alles in Relation zu was anderen gesehen wird und das auch wieder eine, ja, eine geometrische Form ergibt. Und ja, das übersteigt alles ein bisschen unseren Verstand von der Grundthematik her, so wie wir das alles kennen. Also wir kennen Biochemie, wie alles miteinander wächst, wie alles aus Kohlenstoffen entsteht und so weiter. Und wie alles aus der Geometrie entstehen soll und die Geometrie eine Wirkung haben soll, das entzieht sich etwas unserem Verstand. Auf jeden Fall habe ich dieses Baumwollsäckchen mit dem zwei Metallringen in der Hand gehalten und meine ganze Hand hat angefangen, so elektrisiert zu werden. Und das war nicht irgendwie so ein bisschen, sondern das war schon echt stark. Und ich habe gedacht, vielleicht irgendwie eine Batterie drin oder irgendwas. Aber es schien, ich habe es ein bisschen abgetastet, es wären einfach wirklich nur zwei Metallringe in einem geschlossenen Baumwollsäckchen zu sein, die ja nicht irgendwie zugänglich sind, indem man irgendwie eine Batterie austauschen kann. Und wie gesagt, das waren wirklich nur so zwei Metallringe. Und ich hätte das gerne jetzt irgendwie für mich persönlich diese Erfahrung intensiviert und vielleicht auch mit meinem Verstand verbunden. Aber dazu müsste ich das ja erstmal finden, was das gewesen ist. Aber vielleicht kennt das einer von euch. Und vielleicht kennt einer von euch oder kennt sich mit heiliger Geometrie auch aus. Und ja, wenn er da Informationen hat, Links oder andere Dinge, die ihn wirklich weitergebracht haben. Also das, was ich bei Google bei heiliger Geometrie finde, die ersten 10, 20 Seiten, das braucht er mir nicht schicken, das habe ich alles schon durchgelesen. Aber vielleicht tiefergehende Informationen oder ja, eurer persönlichen Erfahrung, wo es darum geht, dass ihr nur durch Geometrie, also durch eine entsprechende Anordnung von Holzstöcken, Metall, dass ihr dadurch tatsächlich irgendetwas verändert habt, was nicht aus dem Geist herausgeht. Also wenn man sich eine Blume des Lebens, was ja auch so heilige Geometrie ist, umhängt und sich dadurch besser fühlt, dann ist es für mich jetzt nichts, wo ich sage, ja, okay, das ist die heilige Geometrie schuld, sondern da ist einfach der Geist daran schuld. Also was man wirklich merkt. Und das war eben genau bei mir. Ich habe diese beiden Ringe und dieses Baumwollsäckchen in der Hand gehalten und ich habe tatsächlich richtig was gemerkt. Also die Hand war elektrisiert. Und es war ein schöner, schöner Moment des Fokus, gerade wenn ich diese Zeichnung da drüber, da war die Blume des Lebens und noch ein paar Kritzeleien drüber und mir das angeschaut habe, das war ein Moment, wo ich wirklich so richtig tief eine tiefe Bedeutsamkeit gespürt habe. Aber dieses Spüren der tiefen Bedeutsamkeit ist natürlich wieder etwas, was vom Geist initiiert ist und dem ich jetzt nicht unbedingt eine Bedeutung beimesse. Aber was ich eine Bedeutung beimesse, ist ein Effekt, der nicht einbildbar ist, der tatsächlich da ist. Und wie man das nun nutzbar machen kann, nicht nur weil etwas einen Effekt hat, ist es auch was Sinnvolles, aber dass einfach nur eine geometrische Form oder ein Material einen derartigen Effekt auf mich hat, das war schon beeindruckend. Und entsprechend, ja, der Aufruf an euch, da mir Informationen aus eurer persönlichen Quelle zu senden, eventuell Weblinks, auch wenn ich da schon sehr viel
gelesen habe. Und vielleicht weiß auch einer, was ich da in der Hand gehalten habe. Der Klaus weiß es auf jeden Fall. Wenn du zuschaust, dann sag mir das. Und ja, das wollte ich mit euch heute unbedingt teilen, weil für mich das ein sehr, sehr intensives Erlebnis war und vor allem ein sehr überraschendes Erlebnis. Also heilige Geometrie, zwei Metallringe in einem Baumwollsäckchen. Habt ihr was dazu zu sagen? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Euer Samuel.